Startplatz 5 für uns sieht verdammt gut aus. Hülkenberg auf 8 klingt gar nicht so weit weg. Der Vorsprung auf Hülkenberg war aber ganz schön groß. Zu groß. Mal gucken, wie es sich jetzt aber im Rennen verhält. Und damit hallo allerseits und willkommen eben zum Rennen aus China. 8:12. Ein paar kleine Ressourcenpunkte. So wenig Ressourcenpunkte bekommt man in keiner anderen Session. Gut gemacht. Das war eine tolle Leistung im Qualifying. Qualifying. Es klang etwas seltsam. Zeit, dass sich die ganze Vorbereitung bezahlt macht. Vorsicht in der ersten Kurve. Nicht, dass du in Runde 1 schon wegen einem Flügel in die Boxen musst. Ja, Frontflügel Jeff, ist richtig. Ich halte dich wie immer auf dem Laufenden. Wenn du etwas Bestimmtes wissen willst, dann erreichst du mich jederzeit über Funk. Klingt gut. Es soll überhaupt nicht regnen, klingt auch sehr gut. Es müssen Punkte her. Wir haben ein Ziel, ein einfaches. 400 Ressourcenpunkte für einen Platz 10 oder besser. Shanghai hat uns schon immer mit faszinierenden Rennen und extremen Situationen überrascht. Wir denken an 2004, als der Sauber von Felipe Massa Jenson Button in der ersten Kurve beim Großen Preis überholt hat. Aber wir erinnern uns auch an die Debütsaison von Lewis Hamilton, wo er hier in China seinen ersten WM-Titel verspielt hat, und an Nico Rosbergs ersten Sieg für Mercedes in der modernen Ära im Jahr 2012. Eine gute Stunde Staufahrt entfernt vom brodelnden Herz der Millionenmetropole Shanghai wartet der Shanghai International Circuit mit 16 Kurven. 54% dieser 5,4 Kilometer langen Strecke sind üblicherweise mit Vollgas zu fahren. Und auf der langen Geraden erreichen die Fahrer bis zu 322 km/h, vor allem wenn es mit offenem DRS vor die Kurve 14 geht. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Sebastian Vettel hat eine leere Strecke vor sich. Er startet von der Pole und Valtteri Bottas steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Verstappen, Ricciardo, der Eismann und Hamilton. Räikkönen, Hülkenberg, Grosjean und Kevin Magnussen. Alonso, Ocon, Stoffel van Dorn und Perez. Hartley, Gasly, Charles Leclerc und Lance Stroll. Sirotkin und Marcus Ericsson vervollständigt die Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Das ist ja grauenhaft. Na Jeff, gar nichts zu sagen. Was ist grauenhaft, man erkennt sofort, wenn Heiko Wasser etwas neu eingesprochen hat. Das erkennt man sofort. Hat man da in dem Studio, damals wie jetzt, einfach komplett unterschiedliche Mikrofone benutzt? Hat man... Oder haben die komplett andere Filter verwendet? Weil das hört man sofort heraus, was alt ist und was neu aufgenommen ist. Das ist man nur so am Rand, aber das höre ich zumindest sofort raus. Das ist wie zur Zeit von F1 2014 zu jetzt. Mit diesem Mikrofon hier. Und eben meinem damaligen Headset. Die Übergangsphase war sowieso was ganz Besonderes. Aber gut. Das soll gar nicht Thema sein. Thema sollen Punkte sein. Rennstrategie. Was? Ich verbrauche weniger Reifen, wie kann das denn sein? Aber er schlägt uns auch gelbe Reifen vor und dann auf weiß nach Hause. Habe ich vor, werde ich auch machen. Ich schaue jetzt gar nicht nach, was wäre, wenn ich zweimal gelb und einmal lila fahren würde. Schaut euch mal diesen kleinen lila Bereich unten an bei zwei Stops. Das wären 5 Sekunden langsamer, ist jetzt nicht die Welt, dafür musst du halt einfach wirklich genau fahren, aber nein, die Lilas sind kacke. In der Theorie, bin sie selbst im Rennen noch nicht gefahren, aber wenn ich das so sehe, nee, das wird nix. Will ich nicht fahren. Gut, dann muss ich auf jeden Fall noch den Sprit anpassen.
hätten wir das. Wetter, es soll trocken bleiben, das ist uns soweit schon bekannt. Reifenstrategie passt auch, also Boxenstrategie, Benzin passt. Ja dann, auf ins Rennen würde ich sagen. Punkte holen, Frontflügel aufpassen. Ja, Frontflügel aufpassen beim Überholen, Kimi, Australien. All das, was wir alles schon erlebt haben. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Auch wenn es jetzt nicht so wichtig sein wird, umstellen. So, nutzen wir diese Runde, um das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Sehen uns das Getriebe an und versuchen, so oft wie möglich zu schalten. Heute fahren wir gegen Hülkenberg und gegen Van Dorn. Gegen wen fahre ich? Das sind unsere heutigen Konkurrenten, Van Dorn und Hülkenberg. Yeah! Aller guten Dinge sind drei. Heute wird das was mit Punkten. Muss, weil Aserbaidschan ist echt nicht meine Strecke. Wer weiß, wie es da wird, ob es regnen wird. Vielleicht wird es auch in Spanien regnen und ich komme damit nicht gut zurecht. Ich muss einfach mal so schnellstens, wie es nur irgendwie geht, Punkte sammeln. Um mich selbst einfach bestätigt zu wissen. Und überhaupt. Rennstrategie. Das Boxenstoppfenster öffnet sich in 10 Runden. Boxenstoppfenster öffnet sich in 10 Runden. Und die ersten kommen Runde 5 rein, vielleicht sogar schon eher. Wetterbericht. Das Radar zeigt keine Störung. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Trockenreifen passen gerade am besten. Okay, bis zur ersten Kurve werde ich auf jeden Fall fett fahren. Und auf Überholmodus gehen. Dann muss ich aber in der Schneckenkurve zweimal umschalten in der MFA. Nicht ohne. Man kann hier Energie verbrauchen. 99% 100. Kaum bremse ich, geht's wieder hoch. Hamilton und Kimi hinter uns, die könnten die größte Gefahr werden, dass wir hier überhaupt Punkte holen oder nicht. Ich spiele gerade sehr flüssig. 129 FPS. Nur mal wieder so am Rande. Im Rennen werde ich nicht groß drauf gucken können. Da habe ich anderes im Sinn. Aber falls das noch wen interessiert, um zu vergleichen mit meiner Hardware, die soweit, glaube ich, bekannt ist. Gut, haken wir das jetzt ab. Ein kleiner Burnout, bitte. Einer muss reichen. Das Geräusch ist übel, immer noch. Achte auf die Startampel. Oh, da hinten kommt schon wieder bereift an. Nase, Nase, Nase. Boah, langsam. Hülkenberg schon nach vorne gemogelt. Kann doch nicht wahr sein. Ups, Entschuldigung. Das wollte ich nicht, hab mich bloß verdrückt. Gut, jetzt sind die ganz schnell vor mir. Habe ich nichts dagegen. Jetzt bin ich mal gespannt, was kann ich Hülkenberg entgegensetzen. Er hat deutlich bessere Reifen von Beginn. Die da vorne werden gnadenlos wegfahren. Kimi auf Ultras. Annäherungsfall hat mir gesagt, er war ihm in der Nähe. Kann ja im Augenwinkel den Rückspiegel nicht mehr benutzen. Uiuiui. Jetzt habe ich mal etwas Strom raus. Hab bisher sehr viel gespart. Aber brauche ich halt für die Gerade. Mein Ausgang wird auch nicht so prickelnd sein mit den Reifen. Ja, er ist hinten, aber er hat natürlich auch Windschatten und bald dann DS. So, schweres Autochen. Kimi wird gerade, ich schätze, von Hamilton überholt. Hab gar nicht geschaut, wer der Mercedes jetzt war, aber dürfte Hamilton sein.
Die beiden sind ja um uns herum gestartet. Ja, Vettel, schnellste Runde. Hülkenberg noch gut hinter uns. Macht gerade keine Anstalten. Mittelteil wird da massiv reinkommen, auch hier in den ersten Sektor. Wobei er muss selbst aufpassen, nicht überholt zu werden. Aber das Wichtigste erstmal, und das in der Schneckenkurve gar nicht so einfach, Nase ist ganz geblieben. Fahrer vor mir. Rekörner liegt vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,4 Sekunden. Sie fahren mit alten, ultraweichen Reifen. Ihre Reifen sind eine Runde alt. Wir vermuten, dass Sie noch zwei Stopps machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,45,1. Kann die davon jetzt einen Vorsprung rausfahren? Die behaken sich ja auch noch. Die müssen sie erstmal wieder überholen. Oh Mann, das könnte ein letzter Stint werden, wenn die Schnellen ankommen, wenn die überhaupt hinter mir landen. Ah, hat's wieder innen, scheiße. So weit innen darf ich nicht mehr fahren. Ein Konkurrent von ihnen schon mal weniger. Oh, er ist direkt ausgeschieden? Es knallt wieder. Das DRS ist jetzt aktiviert. Freue ich mich, wenn du dich höchstens eine Sekunde damit ankommt. Vor dir in der DRS-Zone befindest. Also auf die lange Gerade hinaus darf ich nicht querstehen, hier auch nicht. Ich gedenke nur an Bahrain, als mir jemand über die Nase gefahren ist. Bisher noch nicht ganz kurz angetippt, diese Rückspiegeltaste. Deswegen noch kein Rückspiegel meinerseits. Jetzt setzen die sich davon aber ab. Naja, sind auch deutlich schneller. Bessere Reifen noch. Und viel schnellere Autos. Hülkenbergs Nase ist zu sehen. So, der wichtigste Ausgang. Weit hinten, das ist gut. Oh, schaut mal, hinter uns sind vier Autos, dann ist eine Lücke. Gelbe Flaggen bedingt. Oder woher kommt die Lücke? Hülkenberg ist nicht weit weg. Und da kommen sie schon rein, am Ende von Runde 3. Ich fass es nicht. Ist das übel. Das wird kein Einstopp-Rennen. Auch nicht jetzt mit weißen Reifen. Ich hätte mal nach Hülkenberg fragen sollen, aber kann ich ja die ganze Zeit noch machen. Fahrer vor mir. Neue Strategie bei ihm? Bestimmt nicht. Gelbe Flagge. Ist er das Safety Car? Ist das Alonso oder das Safety Car? Auf der Streckenkarte war gerade so ein Safety Car Knubbel. Zumindest habe ich es mal ganz kurz so wahrgenommen. Muss ich nebenbei auch noch fahren. Scheint bloß Alonso zu sein. Der hat wohl noch Reifenschaden, ne? Gott, gar nicht gut in die Kurve reingekommen. Ja, Grosjean hinter uns, der hat einen verdammt starken Motor, wird schlimmer als Hülkenberg sein. Hab nicht mehr so viel Strom. Sollte vielleicht im Mittelsektor mal etwas Strom sparen.
Oder ich nutze halt bloß das fette Benzingemisch auf der Geraden. Ja, biegt auch ab. Jetzt sind wir gleich Erster, wenn es so weitergeht. Zum Auto vor dir beträgt 1,5 Sekunden. Van Dorn liegt hinter uns. Alonso hat ein dickes Problem. Jetzt werde ich gleich mal auf niedrig umschalten hier bei den recht langsam kommen. Kann ich jetzt schon machen. Da bekommen wir wieder etwas Energie rein. Brauche ich dann wohl bei der In- und bei der Outlap? Also das Benzingemisch und den Strom. Die Reifen lassen sich spitze fahren. Sind ja auch die gelben. Fahrer vor mir. Verstappen liegt vor dir. Der Abstand Alonso in der Box. Vor dir beträgt 7,5 Sekunden. Sie bauen ihren Vorsprung um 2 Sekunden pro Runde aus. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Ihre Reifen sind 4 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch 2 Stops machen werden. Letzte Rundenzeit lag bei 1,40,5. Fahrer hinter mir. Van Dorn liegt hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 2,4 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Oh, Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 41,8. Gut, dass ich nachgefragt habe. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 22,0 Sekunden. Die beiden Teamkollegen sind jetzt hinter uns, hintereinander. Zu deinem Hintermann beträgt 3,6 Sekunden. Allerdings in unterschiedlichen Runden. Status Teamkollege. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 22,5 Sekunden. Sie fahren mit neuen weichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,40,3. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 7,5 Sekunden. Alonso scheint wieder alles im Reinen zu haben. Er kann gut mit Van Dorn mithalten. Wie viel weniger Geschwindigkeit man hier hat. Mit nur Benzin, Strommodus Mittel. Standard Benzingemisch, kein DS. Kann man auch richtig schön spät bremsen. Ja, Van Dorn will auch einen Stop gehen, deswegen bleibt er und bleibt er und bleibt er draußen. Das ist aber ein direkter Konkurrenten, der ist nicht weit weg, der Van Dorn. Da ist es aufgepasst. Auf die eigene Bestzeit gerade Vorsprung in Zehntelchen. Bin mal gespannt, wie die weißen Reifen sich fahren lassen. Verstappen will aber auch noch nicht rein. Das überrascht ein klitzeklein wenig. Zu veranstalten. So, Batterie 40 und 40. Und Van Dorn ist gleich dran. Start des Teamkollege. Findet er? Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 22,4 Sekunden. Sie fahren mit 9.
neuen weichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 41,4. Also plus minus 0. Also Hinterwanderung kommt noch kein ganz schneller an. Da haben wir gerade Ruhe. Kimi kommt irgendwann. Knapp 2 Zehntel gewonnen, schön. Muss ich aber auch mal über die Runde bringen. Pantone ist nicht weit weg. Überhaupt nicht. Vielleicht kommt er gleich rein und gibt jetzt nochmal Dampf, um die Reifen zu verbrauchen. Wir kommen Runde 11 rein. Immerhin fährt Van Dorn auch ein Renault-Motor. Weit genug hinten. Neue persönlich beste Runde. Sieht so aus. Die Wiese war kacke. Fahrer vor mir. Verstappen vor dir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 7,4 Sekunden. Du verlierst pro Runde 3 Zehntel. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Ihre Reifen sind 8 Runden alt. Dass sie noch 2 Stops machen. Aber dennoch 2 Stops, obwohl er auch auf den gelben war. Und immer noch ist. Was? 8,7? Wird weit genug hinten sein, auch mit Windschatten und DS. Nein, nein, nein. Ich will fast auf Anschlag sein. Bin ich fast, aber etwas fast mehr bitte. Jetzt werde ich massiv sparen. Ah, ich komme quer. Der wird hinten bleiben. Vorletzte Runde vom Stop. Heißt, so langsam mal die Reifen vernichten. Also jetzt auch nicht mehr massiv Strom sparen. Weniger als Mittel gehe ich jetzt nicht ein in den nächsten 2 Runden. Der ist nah dran. Ich verbremse mich, ich Depp. Jetzt auf den Frontflügel aufpassen. Nicht, dass der mir dagegen fährt. Na, immerhin haben wir jetzt DS, aber ich muss erstmal dranbleiben. Das sieht gerade nicht gut aus. Was? Näherung. Blaue Flaggen. Mhm. Warum?
Don ist echt schnell. Ups, falsche Richtung. Diese Runde, jetzt mach Druck. Ja, ja. Ist ein blauer Flaggenbug oder wie? Oder hat sich irgendwo einer in unserem Seitenkasten versteckt? Mach Druck. Ich glaube, das gilt Alonso. Jetzt ist es oben links weg. Also die LEDs kann ich schon mir vorstellen, dass die Alonso gelten, wobei die kann man am ehesten zwischenschalten. Okay, die muss man nicht so früh zeigen, dass wir die sehen. Dennoch komisch. Die gelten ja niemals für uns, die blauen Flaggen. Boah, aber ich war doch noch mal einfangen. Sieht echt nicht gut aus, der legt echt ein Spitzentempo vor. Auf der Geraden wieder etwas gewinnen. Achso, das war Alonso. Van Dorn ist noch hinter uns. Jetzt habe ich es kapiert. Entschuldigung. Warum kriegen wir denn die blauen Flaggen oben links? Okay, wir denken, dass sich die Abnutzung der Reifen allmählich bemerkbar machen wird. Im Moment ist noch alles in Ordnung, aber du wirst sehen, dass die Haftung nachlässt. Ich mache mir hier einen Stress. Jetzt ist Van Dorn vorbei. Das Geräusch ist echt cool. Losfahren, losfahren. Wer kommt alles vorbei? Hamilton auch noch. Hülkenberg ebenso. Schade. Gib jetzt Gas, die Reifen sollten schließlich naja. Ein bisschen warm werden. Die weiße Linie ist bloß Schmuck. Magnussen im starken Auto hinter uns auf besseren Reifen. Fahrer hinter mir. Magnussen liegt hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 19,2 Sekunden. Sie fahren mit alten Glaube ich nicht. Reifen. Ihre Reifen sind 8 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 41,1. Zeit letzte Runde? Ach, ist Quatsch. Okay, die letzte Runde lag bei 1, bin ja reingekommen. 47. Ich bräuchte schnellstens den Windschatten von Leclerc. Und das DRS natürlich auch. Jetzt bin ich ein Stück zu weit innen. Ich weiß, wie das ausgehen kann. Also aufgepasst. Zeit, etwas Ladung zu verbrauchen. Erhöhe den ERS-Einsatz. Bin ja dabei, bin ja dabei. Dem Sauber komme ich näher. Also gerade eben ja. Fahrer vor mir. Leclerc vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,5 Sekunden. Sie fahren mit alten Weichreifen. Reifen sind 12 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 42,0. Jetzt aufpassen, nicht zu sehr ausschweifen, dann kommt Magnussen vorbei. Hat zu viel Strom. Es ist totaler Quatsch, auf 100% herumzufahren. Lieber investieren.
auch recht weit in, aber deutlich besser gefahren. Ah, jetzt sehe ich wieder nichts, wenn diese blöde Anzeige da kommt. Das finde ich kacke. Und ja, ich komme dem sauber näher. Okay, hat sich erledigt. Bandorn vor uns. Der Teamkollege ist gerade ganz schön weit vor uns. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 5,7 Sekunden. Aber da muss er nochmal rein. Er klingt viel näher, als er wirklich ist. Also das Motorengeräusch von ihm. Gerade mal Halbzeit. So, dann zieht sich ganz schön, habe ich das Gefühl. Ah, 2008, Kacke. Das ist dem Kollege Gorgeon drin gewesen, oder? Der war doch auf der Streckenkarte vorhin noch hinter ihm. Fahrer vor mir. Nico vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 5,8 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Ihre Reifen sind 11 Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,41,0. Ich mal kein Benzin, mal gucken, wie das geht. Also kein extra Benzin. Uiuiui, geh weg, du blöde Anzeige. Back drin und Magnussen folgt. Interessant. Oh, da kommt ein Bottas. Kann ich nicht reinziehen. Da macht's Bums. Boah, nein. Okay, den werde ich nicht bekommen. Muss ich ihn immerhin nicht hinter mir halten. Der wird jetzt sowas von davonziehen. Wäre echt cool, wenn ich noch einmal DS mitnehmen könnte. Habe ich aber gerade nicht so viel Hoffnung. Ich versuche mal dran zu bleiben. Der Mittelsektor liegt mir ja im Grunde. Nee, so wird das nichts mit DS. Wenn ich Glück habe, noch einen Hauch von Windschatten. Ja.
Gut, dann werde ich jetzt mein Benzin so beibehalten und werde jetzt nur noch von der Batterie zehren, bis vielleicht nochmal jemand nahe kommt und zweikämpfen will. Dann werde ich nicht viel von der Batterie zehren können. Und ich kann mit Fett nachlegen, falls ich mal einen längeren Zeitraum auf Fett fahren muss. Jetzt sehe ich zu, meine Rundenzeiten mit dem Strom zu optimieren. Okay, Abstand zum Führenden 31,5 Sekunden. Verstappen hinter uns, ja, wird wohl nix. Der ist eigentlich total schnell. Ist da wieder Alonso vor Bottas? Muss ich doch noch richtig kämpfen, weil der Verstappen ist ein Pfund. Hat aber genauso einen Renault-Motor. Hinten werkeln. Also kann man den schlagen. Ich muss es nur schaffen. Ich hoffe, da wird keine Harakiri-Reaktion in der Spitzkehre machen. Hat er ja 2018 geschafft. Und immerhin würde er auch gegen den deutschen Fahrer stechen. Ach du Kacke. Der hat einen Kurvenwagen. Auf der Geraden nicht so prickelnd, aber in Kurven kann er dranbleiben, sodass er auf jeden Fall DRS hat. Jetzt setzt er sich in den Windschatten so langsam. Hoppala. Jetzt fahre ich fast auf die Wiese. Alonso. Oh, er hat den Verstappen gemacht. Aber voll im Rahmen. Wobei, dann ist es kein Verstappen. Ah, das hat mich überrascht. Nein, wenn ich schon. Ich versuche nochmal zu bekommen. Klingt erstmal gut, aber er wird wohl die Gelben drauf haben. Schätze ich. So wie der Herr vor uns. Deswegen hatte der so einen guten Ausgang aus der Spitzkehre. Der wird in den Kurven sowas von davon ziehen. Bessere Wagen und bessere Reifen. Er wird jetzt auch noch Windschatten DS bekommen. Mann. Das kann ich mir wohl abschminken. Ja, der ist viel zu weit weg. Aber ich zähle jetzt von meiner Batterie und optimiere damit die Rundenzeit. Wer weiß, wer noch von hinten kommt. Van Dorn ist zum Beispiel nicht weit weg. Und wie stark der McLaren sein kann, konnte ich an fast Van Dorn Alonso sehen. Der Verstappen ist weg. Außer es passiert noch was und dafür bleibe ich dran. Da legt sich meine Bestzeit hin. Arschmann. Das direkt vor unseren Augen, wie gemein. Moment, wir sind Sechster, dann muss ja noch einer hinter uns sein, ein guter. Van Dorn hinter uns? Oh, hinter Van Dorn ist, glaube ich, noch ein Mercedes. Oh. Der wird gegen rennende Druck machen. Ach, die Kacke. Das war nicht ein direkter Konkurrent, aber den würde ich ganz gerne hinter mir halten. Gut, ich habe bei Verstappen gesehen, was geht. Jetzt bin ich hoffentlich gewappnet. In erster Linie heißt es endlich in den Punkten ankommen. Keine Frage, okay, aber wenn es ein Platz besser sein könnte, gerne. Dann
Dann werde ich jetzt nicht meine Batterie leer machen, die werde ich dann brauchen. Dann fahre ich jetzt mal auf mittelkonstant. Ich werde alles für die letzten Runden brauchen. Bis der Mercedes ran ist, wird auch noch ein Stück dauern, aber dafür brauche ich jetzt meine Reserven. Wie langsam wir sind ohne irgendwas, ohne Zusatzkram. Hamilton vorbei, oh oh. Unser Abstand zum ersten Platz beträgt 29,8 Sekunden. Etwas zu schnell rein. Mercedes-Motor auf der langen Geraden hinter uns halten. Das wird ein Spaß, aber Van Dorn bleibt gerade dran. Fahrer hinter mir. Hamilton hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 4,4 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Ihre Reifen sind 5 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 39,4. Immerhin hat er keinen Reifenvorteil. Klar, neuer schon, aber keine grundlegend schnellere Mischung. Und Van Dorn hält echt gut mit, hätte ich nicht gedacht. Ob der die gelben fährt? Ich habe gar nicht bewusst drauf geachtet. Der Abstand zum Hintermann beträgt 4,3 Sekunden. Nee, da ist er wie wir auf den gelben gewesen. Er wollte ja auch einen Stop durchfahren. Da war ja was. Hat der Helikopter, ist aber eilig. 2 Zehntel Vorlauf auf meiner Bestzeit. Hamilton hält noch Abstand. Oh, jetzt hat Van Dorn aber Abstand. Wo kommt der her? Dreht Hamilton jetzt auf. Alle Reserven freischalten. Immerhin geht es noch um WM-Punkte. Minimal verbessert. Das etwas Wiese war blöd. Zeit, letzte Runde. Okay, die letzte Runde lag bei 1,40,2. Fahrer hinter mir. Hamilton liegt hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 4,3 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Ihre Reifen sind 6 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 39,9. Ein paar Informationen zu Bottas. Sie haben eine Art mechanisches Problem. Bottas könnte uns vielleicht noch näher kommen. Der war ja nach seinem Stop direkt vor uns. 2 Mercedes schlagen wäre cool. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 8,2 Sekunden. Bis dahin ist aber noch ein hartes Stück Arbeit. Ich könnte mal wieder etwas üben. Bevor es ernst wird, etwas Rückspiegel gucken und dabei geradeaus fahren. Dem Alonso komme ich aber gerade auch nicht wirklich näher. Naja, hat der Van Dorn ein gutes Auto. Und Van Dorn hält wirklich halbwegs Schritt mit Hamilton. Nicht weit vor Alonso ist Bottas. Da müssen wir dranbleiben. Selbst vor Mercedes abhauen, beziehungsweise sich behaupten und andererseits den schwächelnden Bottas fangen. Mal gucken, ob wir den anderen bekommen. Deutlicher Rückstand auf meiner Bestzeit. Alle Reifen gerutscht, das war blöd.
Das Restbenzin wird länger halten als der Reststrom. Du solltest noch mindestens ein paar Runden haben, bevor du Probleme mit den Reifen bekommst. Aktuell sind sie in gutem Zustand. Fahrer vor mir. Und das liegt vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 6,9 Sekunden. Du fällst pro Runde um etwa 1,2 Sekunden zurück. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 6 Runden alt. Es scheint, sie haben ein Problem. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,41,2. Fahrer vor mir. Bottas vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 6,1 Sekunden. Wir fallen pro Runde um etwa 4 Zehntel zurück. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 7 Runden alt. Sie haben eine Art mechanisches Problem. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 42,2. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 10,0 Sekunden. Auch nicht so weit hinter uns. Leicht gerutscht, aber nicht so schlimm wie letzte Runde in der Rechtskurve. Das Problem ist, Alonso selbst ist noch nicht an ihm vorbei. An Bottas und den Alonso können wir nicht so gut sehen, aber Hamilton kommt echt nicht gut näher. Das ist gut. Also im Hamilton muss ich mir gerade keine Gedanken machen, deswegen opfere ich mal etwas mehr Benzin. Jetzt tolieren die sich. Da will sich wer aber zurückrunden. Das ist super. Die fahren wirklich nebeneinander her. Das ist gerade Gold wert. Jetzt stehen die auch noch in der Kurve. Blaue Flaggen hin und her. Eigentlich ist Bottas schneller, aber Hamilton Alonso will nicht vorbeilassen. Das ist unsere Chance. Mercedes Sandwich. Könnte uns aber auch aufhalten. Hamilton könnte rankommen. Hoffentlich kann Alonso sich ein Stück absetzen, damit Bottas keinen DS hat. Oh, langsam. Jetzt hau ab, Hamilton kommt näher. Bottas bremst uns ein. Das ist doch Taktik. Kommt der hier schlecht raus. Ihm fehlt wohl der Elektromotor. Überholknopf gedrückt. Wer nicht so schnell auf der Geraden ist, kann später anbremsen. Deswegen habe ich da jetzt mal vorsichtshalber nicht so zugemacht. Ich will ja nicht meine Nase noch verlieren bei was weiß ich. Okay, damit fahren wir das Rennen so zu Ende, schätze ich. Vielleicht noch eine Runde. Wir kommen Vettel näher. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir gekascht werden, ist, glaube ich, größer. Benzinspann brauche ich nicht, da ist das Safety Car. Dürfen wir vorbeifahren, Bernd? Wir sollen gerade nur einholen. Jetzt macht den Weg frei. Aber ich schaue lieber auf Alonso. Bin ich mal gespannt. Es wurde mal gesagt in diesem Spiel, dass das Safety Car so lange wartet, bis das Feld wieder beisammen ist. Herr Römer, ne? So, jetzt fahren sie alle wieder Renntempo, weil das Safety Car wieder eingeholt werden muss. In der Runde haben wir jetzt Rückstand. Und die Batterie ist gleich voll. Man darf aber nicht überholen, wenn ich keinen Fehler baue.
langsamer werden, langsamer werden. Dein Delta ist negativ, du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Na, darauf müssen wir diese Runde auch noch achten. Also nicht wild herumrasen. Eine Sekunde darf ich noch. Jetzt sogar 1,3. Jetzt komme ich wieder deutlich näher. Gleich ist die drittletzte Runde angebrochen. Jetzt heißt es aufrollen. Also Vollgas fahren. Das ist so die Codemaster Safety Car Sprache. Jetzt gib Gas, Vollgas, Safety Car einholen. Wie wenig Unterstützung vom Elektromotor kommt, das merkt man so deutlich. Zum Glück haben wir Bottas nur überholt, ansonsten würden wir jetzt hinter ihm hängen. Und vielleicht erholt er sich in der Phase wieder. Zum Glück sind wir vorbei. Jetzt muss Hamilton erstmal an ihm vorbei. Warum fahren wir hier so langsam? Warum drücken wir dauernd den Knopf da oben? Aufhören. Hier ist eine Bremse drin. Ich kann gerade nicht mehr Gas geben. Oh, hier ist eine Autobremse drin. Ich gebe gerade Vollgas. Boxengassenbegrenzer oder wie? Was ist das denn jetzt? Warum fahren wir so langsam? Wir sind gar nicht der Führende. Da vorne sind die Führenden. Da vorne ist Verstappen und davor ist Vettel auf der Streckenkarte. Jetzt kann ich... Nee, wieder Autobremse. Was ist das denn jetzt, Codemasters? Der größte Bug bisher. Alonso liegt eine Runde zurück und ich habe eine Autobremse bei ihm. Bottas noch hinter uns. Keine Autobremse mehr. Guten Abstand auf die beiden Mercedes. Zwei Runden noch. Die Batterie ist voll. So viel dazu, das Feld fügt sich hinterm Safety Car zusammen. Also Safety Car hat sich Stand jetzt 0,0 gebessert. Das Feld ist etwas zusammengerückt, aber auch nur an der Spitze. Ja. Ah, hat die Nase angefahren, da ist ein Teil geflogen. Schon wieder. Hör mal auf, Mann, der macht das wie... Wer hat mich am Heck so getroffen? War das Hülkenberg in Bahrain? Der wechselt genau auf der Hinterachse die Linie, der Hintermann. So hat sich das angefühlt. Ich glaube, Bottas hat wieder Bock. Leistungsdefizit. Daran glaube ich bei mir jetzt gerade nicht. Der ist es ja noch nicht, aber Windschatten hat er und Mercedes-Motor. Und wenn er wieder Bock hat, dann... Autsch. Jetzt aber gerade ganz schön weit hinten. Die letzte Runde naht. Der klingt komisch, der Bottas. Die beiden Mercedes. Der Sound, der da hinter uns rührt. Das klingt echt sonderbar. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Wir haben noch Benzin.
Mann, die machen aber Druck, Bottas auch. Jetzt nicht mein Rennen verwerfen. Wenn die unbedingt vorbei wollen, bitte. Fährt er sich jetzt ein? Nee. Gut, dann zieh vorbei. Oh, ganz schön aggressiv. Aber finde ich gut. Van Dorn hinter uns, der muss jetzt hinten bleiben. Immerhin hat Bottas gerade keinen Windschatten. Der weiße Balken ist noch da. Er ist zu weit weg. Und Van Dorn kommt ran. Weißer Balken fast alle. Ich glaube, das Benzingemisch beim Ausgang aus der Schneckenkurve hätte auch nichts ausgemacht. Die waren einfach verdammt stark. Gut, meine Linie mit dem Randsteinfahren war nicht gut, aber Verstappen und die beiden Mercedes echt aggressiver sehen bei uns waren. Aber positiv aggressiv, weil sie einfach einen schnelleren Wagen hatten. Die ersten Punkte, mal so nebenbei. Fahrer steigt aus dem Auto und das Team Red Bull ist bereit und man wartet darauf, gemeinsam mit dem Piloten einen wohlverdienten Sieg zu feiern. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz ist. Tja, er hat die Safety-Car-Phase perfekt ausgenutzt. Es gibt so viele Dinge, an die man denken muss, wenn das Rennen zurückgesetzt wird. Fährt man an die Box und holt sich neue Reifen? Hat man hinter sich Platz? Wie viel Treibstoff kann man sparen? Wenn man auf diese Frage die richtige Antwort findet, hat man eine gute Chance. Und genau das ist heute passiert. Also mich hat dieses spektakuläre Rennen schon ziemlich ausgelaugt, aber ich bin mir sicher, dass die Fahrer darüber nur lachen können. Sie haben richtig hart gearbeitet, um heute hier stehen zu können. Und es ist schön zu sehen, dass es sich für sie gelohnt hat. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Kimi Räikkönen übernimmt die Führung in der Fahrerweltmeisterschaft. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Heute war das für mich Kimi Räikkönen. Er war beharrlich, erfolgreich in Duellen und traf die richtigen Entscheidungen. Er kann mit dieser Leistung sehr zufrieden sein. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Die Führung an der Spitze ist nach einem starken Wochenende der Herausforderer geschrumpft. In der Zwischenzeit konnte Red Bull ein starkes Wochenende verzeichnen und die Position in der WM verbessern. Was war das für ein Wochenende? Wir hoffen, dass Sie auch nächstes Mal zu einer weiteren spannenden Folge dieser Formel-1-Saison dabei sind. 160.000stel zwischen dem Rennsieger und dem Dritten. Verstappen hat es auch noch nach vorne geschafft, wo es eigentlich Vettel hin. Deswegen sind wir nämlich auf der 6. Also erstmal 14 Punkte für Renault, die ersten für uns. Aber mal ganz nebenbei, ich finde es auch schön, dass Adrian Newey hier ein Gesicht bekommen hat im Spiel. Er ist kein Teamchef, schon eine wichtige Person. Er war auf dem Podium mit vertreten. Ja, coole Sache. Aber was war denn da los? Der erste und der zweite zeitgleich. Wie im echten Rennen 2018 gewinnt Ricardo. Vor Kimi, zeitgleich. Und direkt dahinter Verstappen. Direkt dahinter ist Quatsch, denn die waren praktisch nebeneinander. Und dann kommt Hamilton, dann kommt Bottas und dann kommen wir. Hülkenberg dahinter, also Van Dorn wurde auch noch gekascht. Das ist eine schöne Ausbeute für uns, für Renault. Dann Ocon auf der 9, Magnussen auf der 10. Grosjean wieder kein Punkt, er ist jetzt der beste Punktlose, oder? Mit Platz 11, dürfte sein. Pierre Gasly, Brandon Hartley, dann Charles Leclerc. Das war ein Ende. Also mit einer guten Linie hätte ich eine Chance gehabt. Hamilton, Bottas, also besonders, ja auch Bottas, der hat ja auch da gesetzt.
hätte ich es durchaus schaffen können, die beiden hinter mir zu halten. Aber ich denke mal, das Benzingemisch... Es war eine Mischung aus beiden, aber echt stark, wie die da zu Werke gegangen sind. Hatten aber auch den besseren Wagen. Und auch McLaren war stark, also nicht bloß Alonso, der ja außerhalb der Wertung war. Van Dorn, der war ja die ganze Zeit um uns herum. Und auch wie er den Mercedes folgen kann, konnte. Gleiche Strategie und der ist im Normalfall, wäre er keine 4 Sekunden hinter uns gewesen. Und Haas dafür gerade so nur in den Punkten, obwohl die im Leistungsdatenblatt, auf dem Leistungsdatenblatt auf der 4 stehen. Wie sieht's denn dahinter aus? Perez, Stroll, Ericsson, Sirotkin, Alonso und Vettel ist ausgeschieden. 2 Runden Rückstand bei Alonso, ansonsten wurde niemand überrundet. 2 Stops bei den 3 vor uns. Hülkenberg hat es wirklich dann durchziehen können. Ich frage mich aber gerade, also auf den gelben Reifen mit den schnelleren, das meinte ich jetzt. Also er hatte einen Vorteil gegenüber Van Dorn, aber schaut mal, Hülkenberg 2 Stops, Via 1 Stop, Reifen Via gelb und weiß und Hülkenberg mit einem Stop mehr, lila und gelb. Da fehlt doch was. Hat er eine Durchfahrtsstrafe gemacht? Weil der Unterschied zum Beispiel zwischen Magnussen und Grosjean, die haben 3 Reifen da stehen, auch 2 Stops, genauso wie Hülkenberg. Aber Hülkenberg hat bloß 2 Reifen da stehen. Stop and go. Kollision mit Perez zu Beginn. Achso, stop and go. Und dann vielleicht noch ein Reifenplatzer. Mechanik bei Vettel. Macht das mit uns, aber keine Durchfahrtsstrafe. Dann verstehe ich aber die Reifenwahl da nicht. Man sieht es ja ganz klar. Magnussen und Hülkenberg. 3 Reifen gefahren zu 2 Reifen gefahren, aber beide 2 Stops. Kann man hier noch zur Seite schalten? Aber warum? Passen da genug Reifen hin? Komisch. Aber letztendlich zählt bloß das Ergebnis. Das Safety Car mit der Autobremse war auch sehr seltsam. Nee. Rangliste, Via vor Hülkenberg. Punktgleich, wie aber mit dem besseren Einzelergebnis. Renault hat jetzt 16 Punkte. Force India hat aber 24. Kimi führt vor Hamilton, vor Vettel. 12 Punkte zwischen den ersten 3. Und hier stehen wir auf der 5. Vor McLaren, 1 Punkt vor McLaren. Und 8 Punkte hinter Force India. Also Platz 5 muss sein. Platz 4 sollte das Ziel sein. Und bester punktloser Fahrer ist Grosjean. Endlich Punkte. Endlich ist der Knoten geplatzt. Was war los mit Hülkenberg? Erstmal sieht man, wie wir nicht so gut wegkommen im Vergleich zu den Lilanen. Aber was war mit dem Ausgang aus der Schneckenkurve? Ich finde, wir haben uns da ganz gut aus der Affäre gehalten. Also hier Eingang Schneckenkurve beim Ausgang. Hülkenberg kam da an. War nicht viel Platz, musste ich über den Randstein. Aber hier, Hülkenberg. Warum geht der an dieser Stelle vom Gas? Das ist eine gute Frage, wie ich finde. Ja, und er hat da nochmal ansetzen wollen. Mit der Anfahrt, Zufahrt zur langen Gegengeraden. Ging nicht gut. Ja, und Alonso, Reifenschaden, wie vermutet. Aber schaut mal da rechts unter den Rückspiegel. Sieht komisch aus, oder? Da... wirkt es so, als wäre der Reifen im 90-Grad-Winkel platt und würde ganz, ganz weit rausstehen. Aus einer anderen Perspektive sieht man das auch nochmal gut. Schaut jetzt mal, da wo der Reifen die Strecke berührt, vorne rechts. Das ist ein Grafikbug. Schon irgendwie. Und achtet mal darauf, wie Alonso weiterfährt, obwohl er eigentlich Reifen wechseln müsste. Oh Mann, Cardmasters. Die KI ist weiterhin ganz schön blöd. Aber sie kann angreifen. Ja,
Grundsätzlich ja, aber sie hat eben auch ihre Macken. Das werden wir später nochmal sehen. Verstappen zum Beispiel, der hat den Windschatten gesucht und war sehr schnell, dann Spitzkehrer, habe ihm da leider zu viel Platz gelassen. Hätte hier etwas weiter vorfahren sollen, jetzt im Nachhinein und Tür zu. Aber so ist er nebendran geblieben, hat uns auch noch angedotzt und ist dann einfach konsequent gewesen. Dass er da so konsequent war, auch mit dieser Windschattenfahrt, das finde ich gut. Spitzkehrer, wir lassen ihm Platz, er lässt uns Platz, wir hätten da aber einfach die Tür zumachen sollen. Also ich mit einem Stück vorausfahren und zu das Ding und hier einfach konsequent, so wie man sich das vorstellt. Ausfall Vettel, der Auslöser für die Safety Car Phase. Schneckenkurve Runde 25 und dann, genau das habe ich vermutet, was man jetzt sieht. Der Hintermann will die Linie wechseln, nimmt uns aber voll mit. Das haben wir gerade erst erlebt. Und ich konnte es wieder abfangen. War jetzt nicht so schwierig, aber... Ach, diese Codemasters-KI. Immer noch ziemlich genauso strohblöd. Minimal anders. Vielleicht. Aber Schneckenkurve nochmal mit den beiden Mercedes. Meine Linie, der Dreck, nicht so gut. Benzingemisch hätte auch besser sein können. War wohl letztendlich eine Mischung aus allem, aber auch hier die KI konsequent beim Vorbeifahren. Ein deutlich schnelleres Auto nutzt einfach die Gelegenheit und fährt auch vorbei. So auch der Bottas, der mit der angefahrenen Nase von der Aktion vorhin mit dem Linie wechseln und das, obwohl wir gerade vor ihm fahren. Hier sieht man es nochmal aus der Sicht von Hamilton. Schneckenkurve, jetzt bin ich zu weit in, komme dadurch zu weit nach außen. Und dann nutzt er einfach die Lücke, hat den besseren Motor, womöglich auch das bessere Benzingemisch, wobei da habe ich jetzt gerade gar nicht aufs Lenkrad geschaut für den Elektromotor. Und Bottas genauso, außenrum, wir lassen ihm Platz, er lässt uns Platz, herausbeschleunigen klappt besser und dann ist er in der nächsten Kurve auch noch in. Ja, wobei, ob es besser klappt, das Entscheidende, er ist einfach in und zieht das konsequent durch. Und was war jetzt noch mit der Zieleinfahrt? Räikkönen, letzte Gerade, setzt sich neben Ricciardo, bleibt da auch. Aber so gut wie Verstappen sich neben uns setzen konnte, so konnte sich Kimi nicht setzen, aber jetzt zieht er nicht voll durch und dann fahren die wirklich fast im Gleichschritt über die Ziellinie. Es ist wirklich unglaublich, habe ich so noch gar nicht erlebt bei Codemasters. Und Verstappen auch nach hinten dran, also... Das war auf jeden Fall wert, angesehen zu werden. Aber angesehen werden ist ein gutes Stichwort. Ich habe jetzt gute 30, 35 Minuten für dieses Aufnehmen, für dieses Bildersammeln, für diese Nachwörter. Nee, nicht. Nachwörter für diese Highlights, für dieses Nachwort gebraucht. Bei F1 2017 waren das 5 bis 10 Minuten und hier ist es mal locker dreimal so lange. Ich habe für das gesamte Nachwort und für das Einladungsevent, was noch folgt, ja, da folgt wieder eins, habe ich nochmal fast eine Rennfolge gebraucht und das ist für meinen Geschmack zu viel. Ich sitze jetzt, wenn ich auf die Uhr schaue, schon seit über 5 Stunden an diesen 3 Folgen und es wird mir dann leider zu viel. Mir fehlt einfach eine Funktion bei der Wiederholung, zu einer gewissen Runde zu springen oder einfach wieder das schnelle Vorspulen. Das Vorspulen ist nämlich um mehr als... Was habe ich gemessen? Ich habe es nämlich nochmal nachgeschaut. Wenn F1 2017 Vorspulen auf höchster Stufe 100% waren, dann ist das jetzt mehr als dreimal so langsam, nämlich 30%. Das habe ich mal in einer Shanghai-Runde hier im Vergleich zu F1 2017 einfach mal herausbekommen. Das ist echt gewaltig. Keine Ahnung, warum Codemasters so eine Komfortfunktion so abgeschwächt hat. Ich würde so gerne einfach zu einer gewissen Runde springen. Und daher, weil ich heute einfach nochmal die Zieleinfahrt sehen wollte, war das wohl das letzte ausgiebige Nachwort. Es wird einfach für meinen Geschmack viel zu lang, wenn ich hier bald 5,5 Stunden sitze. Vielleicht noch Regenrennen, dauert das Ganze ja noch länger. Oder vielleicht sogar Singapur. Ich will nicht nochmal ein ganzes Rennen nur für das Aufnehmen
fürs Nachwort in Anspruch nehmen. Das ist mir persönlich einfach zu viel, auch wenn es sehr, sehr schade ist. Ich habe ganz gerne diese Zusammenschnitte hier am Ende als Nachwort, aber es wird einfach zu viel, wo das Freitraining auch noch länger geworden ist. Das mal soweit vorweg, aber wie gesagt, es gibt ja noch ein Einladungsevent. Schnellste Runde gehört Hülkenberg. Er hat 3 Punkte geholt, wir auch 3 Punkte. Es steht 11 zu 15. Ein paar Ressourcenpunkte können nicht schaden. Getriebe wird dann in Aserbaidschan wieder etwas besser sein. Wir haben fast 3000 Ressourcenpunkte, 7000 brauchen wir. Wir steigen auch nochmal ein Stück auf. Und jetzt heißt es ja, KI-Fahrerstufe für Baku festlegen. Wir haben Einladungen zu neuen historischen Events erhalten. Du kannst vor Ende des Wochenendes bestimmen, ob du daran teilnehmen willst. Also, mir schmecken die Einladungsevents nicht. Das ist irgendwie zu sehr Brei. Deswegen werde ich wohl bloß die neuen Wagen mitnehmen und vielleicht mal den 2004er Ferrari. Aber ansonsten habe ich nicht wirklich groß Lust, die Dinger zu fahren. Den Lotus, den 72er, den kennen wir noch nicht, deswegen werden wir den fahren, aber nächstes Wochenende. Wien, Australien. Also hier habe ich noch keine Möglichkeit, irgendwas einzustellen. Muss ich direkt nach dem Einladungsevent machen, ne? Weil hier kann ich jetzt bloß zum nächsten Rennwochenende. Wenn ich hier rausgehe, bin ich hier und kann gar nichts machen. Einladungsevent, juhu! Besprechung. Gut gemacht. Ja, dann fahren wir mal fort. Also setzen wir mal fort. Vertragswert. Einfach beste Platzierung 6. Ja, hier kann ich gar nichts machen. Deswegen mache ich einfach mal das Einladungsevent und muss direkt im Anschluss aber schauen, dass ich hier was verändere. Hier kann ich jetzt schon drücken. Kann ich hier auch schon einstellen? Nee, ist bloß das Einladungsevent, oder? Moment. Sicherheitshalber werde ich gleich mal hier die KI-Fahrerstufe für Aserbaidschan einstellen. Muss ich mal kurz zur Aufzeichnung greifen? Ich nutze einfach mal die Gelegenheit und ja, stelle das hier mal ein. Wenn das jetzt bloß für das Einladungsevent gilt, tja, mir egal. Ich habe eine Einstellung getätigt und die erwarte ich dann auch für das nächste Rennwochenende. Muss ich mal kurz schauen. Wo habe ich es denn? Da. Aserbaidschan. KI-Fahrerstufe 73. Aus F1 2017. Gut. Wochenendreifenabteilung geht hier nicht. Renneinstellung, Pfeifen, Session starten. Session starten. Wieder kleine Soundaussetzer. Es ist Zeit für eine wohlverdiente Pause während der Meisterschaft. Zeit für ein klassisches Schaulaufen. Der Sieger bekommt alles. Wer wird also diese einzigartige Herausforderung auf dem ersten Platz beenden? Die Strecke ist genial. Der Wagen wird ganz schön untersteuern und vielleicht auch übersteuern. Eine ganz schön alte Kiste. 72er Lotus. Klingt schon mal nicht verkehrt. Fühlt sich echt langsam an. Hey, die Rückspiegel sieht man ja fast in der Cockpit-Perspektive. Sound ist schon cool. Der rutscht wie Bolle. Keine Ahnung, wie Bolle rutscht, aber er rutscht.
fühlt sich fast an wie eine Safety-Car-Fahrt. Die Geschwindigkeit hier. Untersteuern, untersteuern. Hey, wir haben gar nicht runtergeschaltet. Da gab es keine Handbewegung für. Wir haben noch über 3 Minuten. Ah, für 3 Runden. Jetzt noch 2. Der Wagen ist so langsam. Sieht von hinten bestimmt nicht schlecht aus. Aber echt eigenartig zu fahren. Vielleicht wird angegriffen. Aber so langsam habe ich mich eingeschossen. Also, ich weiß, wie der Wagen geht. Nicht gut. Kann mich gerade gut darauf einstellen. Jetzt heißt es gerade etwas fallen und vielleicht etwas mehr rausholen. Leider ist mein Lenkraddisplay nicht so genau. Deswegen kann ich gerade nicht sehen, ob ich schneller bin als letzte Runde. Das Heck sieht schon cool aus. Keine Frage. Müssen wir uns hinten anstellen. Diese kleinen Vorderreifen im Vergleich zu den Hinterreifen. toll. Nicht zurücksetzen. Mann. Überholmanöver bei geführten 160 Sachen. So langsam ist er nicht, aber das ist ein ganz anderes Geschwindigkeitsgefühl. Klingt auf jeden Fall cool. Besser als die aktuellen Formel 1 Wagen. Über 1 Minute Zeit für die letzte Runde. Hoppala. Genießt gerade etwas den Sound. Hat auf jeden Fall was. Klingt cool. Vor allem direkt vom Schaltvorgang. Yeah. 10 Sekunden. Oh, es wird eng. Ah, na, doch, schaffen wir. So, jetzt will ich mir den Wagen nochmal angucken. Wie fährt denn die KI? Schrecklich. Schrecklicher. Schrecklicher als ich. Wird ähnlich aussehen wie der letzte, der Ferrari. Boah, das Heck ist cool. Von außen. Mein Fall ist es nicht. Also von hinten sieht er echt cool aus, aber ansonsten hat der Wagen nicht viel, was mir persönlich gefällt. Heckflügel ist cool aufgebaut. Da könnte ich spontan gar nicht sagen, ob mir
Diese Halterung an den Seiten, wie aktuell, oder dieser Mittelsteg da besser gefällt? Also Sex sieht richtig genial aus, aber der Rest... Das ist nicht meine Zeit. Die 80er, damit kann ich mich auf jeden Fall anfreunden, mit den 90ern und danach sowieso. Aber so 70er, 60er und davor sowieso eher... Nee. Ist nicht mein Fall. Aber einen echt coolen Sound hat er. Und eben ein echt geiles Heck. Der kleine Lotus. Diese kleinen süßen Vorderräder. Uiuiui. Gibt's nochmal eine richtige Nahaufnahme irgendwo? Das ist nix. Da ist Schatten. Was mir auch bisher in den Wiederholungen aufgefallen ist, das Bild läuft flüssig mit an die 100 Bildern pro Sekunde. Aber teilweise ruckeln die Autos in der Wiederholung, da zuckeln die vor und zurück. Hier zum Beispiel, da zuckelt der Wagen leicht vor und zurück, das sieht echt komisch aus. Nun gut. So, KI-Fahrerstufe habe ich schon eingestellt, aber gucke ich gleich nochmal. Kann ich jetzt hier wieder Pause drücken? Pausenmenü? Ja. Ah, das wollte ich eigentlich. Aber KI-Fahrerstufe passt schon mal. Haben wir ja gerade geändert. Das können wir so stehen lassen. Aserbaidschan 73, Renndistanz 50, komplettes Qualifying. Wochenendreifenaufteilung, da können wir nochmal nachschauen. Aber da steht ausgewogen, so wie es sein soll. Dann können wir zum Rechenzentrum gehen. Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem ersten Training ein. Gut, gut, gut. Dann werde ich aber eins noch machen. Ganz wichtig, wie ich finde. Leistung. Gleich mal das Getriebe wieder verbessern. Wir können es jetzt gleich zweimal verbessern. Ich mach's, glaube ich, erst einmal und dann gucke ich mal. Wir könnten jetzt beide zugleich laufen lassen. Wobei geht das? Haben wir so viel... Ja. Manneskraft, ja. Aber ich will mal gucken, wenn ich ein neues Getriebe habe, werde ich mal gucken, wie komme ich damit jetzt über die geforderte Distanz. Mit Ausbaustufe 3. Das will ich erstmal schauen. Und ansonsten sparen wir halt auf die 7000 Ressourcenpunkte. Motor drittletzter Platz. Red Bull hat da ordentlich nachgebessert. Den Renault-Motor. McLaren hat da nichts gemacht. Chassis noch auf der 4. Aero noch auf der 4. Und da haben wir einen guten Vorsprung von McLaren. Aber auch nicht so ewig groß. Aktiv und dann schon... Was? Red Bull. Ich glaube, die haben den Motor verbessert. Und uiuiui, da hinten... Sauber. Die ziehen echt ganz schön an und wir werden halt bis zur Sommerpause nicht viel machen. Nämlich praktisch gar nichts. Aber dann richtig loslegen. Aber dann gibt es ja noch die Regeländerungen, die bevorstehen könnten. Uiuiui, das wird alles interessant, aber das schauen wir uns dann alles in der nächsten Folge an. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.